Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Was wäre, wenn ich vorher das Kleingedruckte gelesen hätte, bevor ich mich hierfür gemeldet habe? Was wäre, wenn ich wüsste, wie eine gute Moderation funktioniert? Auf diese und viele weitere spannende Fragen werden wir in diesem Podcast nicht eingehen. Was wir aber erfahren werden, ist, was passiert, wenn ein Schwabe, ein Hesse und eine Bayerin zusammen einen Podcast machen. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Review der neuesten Folge der Marvel Studios Serie What If. Mein Name ist Theresia und ich darf den Spaß hier heute moderieren. An meiner Seite sind natürlich wie immer in diesem Format Sam und Patrick. Hallo ihr beiden. Servus. Hi. So, und wir drei Hübschen besprechen heute eben die aktuelle Folge von What If. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Es werden hier auch Spoiler vorkommen, also am besten jetzt erstmal auf Pause drücken, die Folge anschauen und dann den Podcast zu Ende hören. So, Folge 6 hat den schönen Titel Was wäre, wenn Killmonger Tony Stark gerettet hätte? Wer von euch kann denn mal kurz die Folge zusammenfassen? Ach, weil ich das die letzten paar Male gemacht habe, darf heute gern mal der Patrick ran. Immer diese Überrumpelungstaktik. wir sind am Anfang von Iron Man 1. Tony Stark führt seine Atomwaffen vor. Und eine der Waffen ist kurz davor, bei ihm zu detonieren, aber Killmonger kommt und schleudert seine Bombe weg. Und Tony Stark überlebt und relativ schnell schleust sich Killmonger dann quasi statt Obadiah dann als sein neuer Berater ein. Und die beiden werden Waffenbrüder, also Warlords. Products in Arms, könnte man es auch sagen. Warlords in Arms. Ja, genau. Und der... Wir haben eben einen nicht geläuterten Tony Stark, sondern Tony Stark ist weiterhin Warlord und ist ein ziemliches Arschloch. Und diese Freundschaft mit den beiden wird halt richtig gefährlich für diese Welt des MCUs, also für diese alternative Welt. Genau, aber Killmonger macht das ja nicht aus Nächstenliebe oder sowas, weil er verfolgt ja einen Plan hinter diesem taktischen Beweggrund, was er da vorhat. Also ja, wer Black Panther gesehen hat, weiß, dass Killmonger jetzt nicht wirklich so der netteste Mensch ist. Das ist richtig. Ich finde auch schön, dass er gleich am Anfang bei dieser Pressekonferenz diesen Obadiah gleich hier bloßstellt und entsorgt, weil wir wissen ja in Iron Man 1, der Film geht ja eine gewisse Länge, ich glaube fast 2 Stunden, und da kommt ja dann am Ende raus, dass er der Bösewicht ist und hier wieder halt gleich dementsprechend entsorgt. Ja, bleibt ja nicht der Einzige. Ja, das ist richtig. Ich fand auch das Detail lustig, dass Michael B. Jordan dann gesagt hat, als er da diese Druiden entwirft, ja, ich bin Anime-Fan, also das wird wirklich so eine Sache von Michael B. Jordan sein, dass er Anime-Fan ist. Mag gut sein. Ich finde auch diesen Kniff, dass jetzt Tony Stark gar nicht zum Iron Man geworden ist, sondern im Prinzip der Killmonger hier diese Roboter-Armee erfunden hat und nicht Tony so weit war, um die zu erfinden. Ja, sie reden ja dann, Tony Stark überlegt ja nur, wie er dann diesen Arc-Reaktor irgendwie bauen kann, und dann schwenken sie dann doch noch um auf Vibranium. Ja, genau, dieser kleine Funken, wo er sagt, wir könnten ja den Reaktor minimieren und, ja. Ach Quatsch, ist eine dumme Idee. Ja, genau. ja, also ich muss sagen, ich habe mir ja die anderen Folgen jetzt vorab auch noch angesehen. Ich muss sagen, ich fand jetzt die Folge aber nicht die allerbeste von dieser Reihe, weil ich fand es trotzdem etwas sehr durchgehetzt durch diese Folge. Also es ist irgendwie gefühlt in jeder Folge, in jeder Szene stirbt irgendjemand, wird irgendjemand verraten oder sie erklären irgendjemandem den Krieg. Tatsächlich zieht sich das so durch diese Folge. Aber genau diesen Punkt, den hatten wir schon die letzten 2 Folgen. Ich glaube, die letzten 3 sogar. Die letzten 3 Folgen sogar schon, ja, kann sein, dass wir gesagt haben, sie sind an sich zu kurz, um genau das großflächig zu erzählen, was eigentlich die Folge aussagen will. Und hier ist es genauso. Also ich stimme dir dazu, ja, es wirkt sehr gehetzt. Man sieht nur Verrat, Morde und dann auf einmal eigentlich schon fast, naja, ein Weltkrieg will ich jetzt nicht sagen, aber ein Krieg zwischen 2 Ländern. Ja.
Was mir hier gefallen hat, dass Killmonger für mich hier in dieser Folge interessanter war, als er das im ganzen Black Panther-Film war. Da war der halt irgendwie, ich weiß nicht, wie von vielen gefeiert. Ich fand den irgendwie blass in Black Panther. Und hier ihn beim Intrigieren zuzusehen, hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht. Der hat schon echt, also der hat da schon Planungsleistung reingesteckt. Das muss man ihm schon zugute halten. Ja, vor allem hat er, ja, wie du sagst, alles schon so im Voraus eigentlich irgendwie schon gewusst, ne? Also das ist schon faszinierend. Ja, das war auch die Frage, wo ich mir gestellt habe, eben hat er jetzt nur zufällig von dem Plan erfahren, eben am Anfang aus Iron Man 2, was mit Tony Stark passieren soll oder und war quasi eingeweiht und war Teil des Trupps und hat er da dann eben dann Obadiah schon verraten oder hat es wirklich nur durch Zufall erfahren und sich gedacht, das ist jetzt meine Chance, mich hier beliebt zu machen. Ich denke nicht, dass er da durch Zufall dastand und die Bombe abgefangen hat, sondern wirklich, dass er vielleicht in dem Moment, wo er das gemacht hat, dass er dann schon auf Tony Stark zukommen wollte und vielleicht mit ihm Waffengeschäfte oder ein Waffenbündnis schließen also wollte. Das auf alle Fälle. Also das war nicht Zufall, dass er da stand. Das stimme ich mit zu. Ja, das viele Punkte hier in dieser Folge-Serie, würde ich sagen. In dieser Folge ist schon von ihm sehr voraussehbar oder hat er schon vorausgeahnt oder auch schon geplant. Aber so den Punkt, wo du jetzt sagst, diese ganzen Pläne, wie Obadiah praktisch die ganze Stark Industries schon verraten hat und so, woher hat er diese Infos? Das hat mich auch interessiert, weil das kommt in dieser Folge eigentlich nicht wirklich raus. Das wird nicht geklärt, ob er da zufällig drüber stolpert oder ob er eben vorher eingeweiht gewesen wäre, aber dann wüsste ich nicht, wieso. Da sind wir eben wieder beim gehetzten Part. Also mit ein bisschen mehr hätte man da diese Lücken schließen können. Man hätte auch weniger durchhetzen müssen. Da war es jetzt wirklich Mord und Verrat im 2-Minuten-Takt. Ja, das ist ja das, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, es wurde alles nicht wirklich so hinterfragt. Also der Killmonger hat dann immer gesagt, naja, da hat eben jetzt der Tony noch was in die Roboter eingebaut, dass das noch funktioniert. Oder das waren jetzt die Leute aus Wakanda und jeder hat es sofort irgendwie immer geschluckt. Also es gab schon die Personen, die halt skeptisch waren, aber irgendwie kam der mit so einem Satz immer davon. Ja, skeptisch waren ja eigentlich nur, also was heißt eigentlich, das war Pepper Potts, die war sehr skeptisch. Die, wo es dann zu spät gemerkt haben, die waren dementsprechend auch gleich tot. Yep. Wie zum Beispiel hier der beste Freund von Tony Stark, der War Machine? Nee, der Rhodes heißt er, glaube ich. James ja, Rhodes? Das war doch War Machine. Ach so, genau. Aber er ist in dem noch nicht War Machine. Ja, genau. Nee, ich fand das halt von den Ideen her auch klasse, auch dass wir jetzt wieder ein Wiedersehen mit Black Panther und Chadwick Boseman hat den wieder synchronisiert und ich denke halt bei vielen seiner Auftritte, meine Fresse, als ob ihr das geahnt hättet, also wirklich, wenn der einen Auftritt hat, du denkst, dass okay, das war jetzt ein schönes Abschiedsgeschenk von Chadwick Boseman und dann hauen sie noch eine Folge rein, wo der nochmal was bringt und ich denke, ja, also wer hier wirklich gut wegkommt bei der What-If-Serie ist Chadwick Boseman. Definitiv. Der bis kurz vor seinem Tod noch am Marvel-Stoff beteiligt war. Das ist richtig. Das stimmt, ja. Apropos Synchro, wo du sie gerade angesprochen hattest. Ich weiß nicht, habt ihr sie in Englisch geschaut, die Folge, oder auf Deutsch? Ich habe es auf Deutsch und dann auf Englisch nochmal geschaut, weil hier muss ich sagen, würde ich dem hier eine Punktvergabe geben, die es hätte schon allein wegen der deutschen Synchro mindestens einen halben Punkt Abzug gegeben. Der Wiedererkennungswert ist so gering, weil kaum gewohnte Synchronsprecher da sind. Das macht es irgendwie schon madig. Ja, das ist so ein Punkt, wo mich gestört hatte. Außer Killmonger, der so ein bisschen ähnlich noch klingt. Nee, Happy war auch. Happy, der Synchronsprecher. Happy und ich glaube Pepper auch. Ja, Pepper war es auch. Also Tony definitiv. Ne? Ja, bei Tony, das hat mich auch am meisten gestört. Ich gebe es zu, ich habe es auch in Deutsch gehört, in Englisch noch nicht. Aber ja, dass Tony nicht seine gewohnte Stimme hat, das schmerzt. Die hat er im Englischen auch nicht, aber da hat er zumindest jemanden, der Robert Downey Jr., ganz gut imitiert. Ja, was ich halt sagen wollte, gerade Tony ist halt im MCU ein prägender Charakter gewesen. Ja. Und dass man dem dann seine Stimme wenigstens ähnlich
klingen lassen würde, das war so ein Punkt, wo mich gestört hatte. Er hat das MCU quasi gegründet. Gestartet, genau. Ja, ja. Es ist ja auch, ich glaube, Patrick Davis schon gesagt, es ist ja eigentlich auch Iron Man mein Lieblingscharakter, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es jetzt an Iron Man an und für sich liegt oder einfach daran, wie Robert Downey Jr. Iron Man spielt. Ja. Dafür kenne ich die Comics nicht. In den Comics hat er noch diese interessante Alkoholiker-Facette, die noch mal ein bisschen tiefgründiger macht, aber ich denke halt wirklich, das ist Tony Starks Charisma von Robert Downey Jr. Mhm. Der war sympathisch noch in der Zeit, wo er ein Arschloch ist. Und mit seiner Läuterung wurde er dann halt noch mal ein ganzes Stück sympathischer. Und da komme ich jetzt zu einem Logikloch. Der ist mit Pepper Potts erst so zusammengewachsen nach seiner Läuterung, also nachdem er aus der Höhle gekommen ist und nachdem Pepper Potts gemerkt hat, okay, da findet irgendeine Änderung statt. In diesem Szenario sind die sich aber nie so nahe gekommen und trotzdem waren die total vertraut. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ja, selbst Killmonger macht ja noch so eine Andeutung, dass da mehr war als nur geschäftliche Beziehung. Das sagt er ja noch zum hier Ross, dass Rhodes. Zum Ross. Zu dem von der Armee. General Ross. Ach so, genau. Ja. Das sagt er noch, da waren mehr Gefühle als nur geschäftliche Beziehungen oder sowas. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, so wie du sagst, die hatten ja gar keine Beziehung aufgebaut, weil dieser Punkt, wie bei dem Film, ist ja gar nicht Existenz gewesen. Also sehr komisch auch, ja. Eins muss ich noch ansprechen, und zwar die Schlacht dann zwischen diesen ganzen Thronen und diesen Wakandianern. Das hat für mich sich angefühlt wie so ein Anime, ich kann es gar nicht richtig sagen. Also man hat da Blitzen gesehen und da hat Laserschüsse und so. Und dachte ich, hey, bin ich jetzt hier ein Anime oder bin ich hier bei MCU? Also ich würde eher sagen, das hat sich angefühlt wie so eine klassische Science-Fiction-Schlacht. Mhm. Nur dass eben kein Science-Fiction-Setting ist, außer diesen Maschinen, die er gebaut hat, müsste das ja eigentlich relativ geerdet gewesen sein, aber nein, auch das nicht. Ja, die Szene hat mich jetzt auch nicht unbedingt so nachhaltig beeinflusst oder beeindruckt. Naja, beeindruckt hat sie mich nicht. Ich fand es nur, es hat irgendwie halt nicht reingepasst, weil ich finde diesen Comic-Stil weiterhin richtig schön. Mhm. Aber das auch hat, wenn sie nicht immer die Gesichter treffen und im Deutschen dann auch die Synchronstimmen. Ja, das ist schon richtig, da stimme ich dir zu. Aber gerade diese Schlacht, da habe ich mich dann irgendwie Pet Labor oder sowas gefühlt. Also irgendwie in einem Anime und nicht mehr bei MCU. Das ist eine Kleinigkeit, ich wollte es nur jetzt kurz anmerken. Aber das sind halt in der Folge echt so ein paar Kleinigkeiten, die rausreißen. Eigentlich hätte man hier wirklich ein sehr, sehr starkes MCU-Gefühl vermitteln müssen, aber auch für mich hat es halt wegen diesen vielen Faktoren schon irgendwie befremdlich gewirkt. Ja, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was ich halt irgendwie noch dachte, ist, dass halt, naja, der Tony ist ja dann schon ihm draufgekommen, dem Killmonger, was der eigentlich vorhat oder was der getan hat, aber dass er das dann nicht doch nochmal irgendwo aufgezeichnet hat oder irgendwo hinterlegt hat oder so quasi was dann nach meinem Ableben abzuspielen oder irgendwie, dass das halt noch mit aufgekommen wäre, dass er da noch irgendwie eine Spielerei gehabt hätte, hätte ich ihm halt zugetraut. Vor allem bei Endgame, da hat er ja auch damit gerechnet, dass er sterben wird. Und dann hat er eine Nachricht aufgezeichnet. Also hätte er im Prinzip auch in dem Fall Pepper zumindest eine Nachricht irgendwie zukommen lassen oder Happy. Mhm. Also das ist halt echt ein sehr, sehr fahrlässiger Tony Stark. Das ist nicht dieses durchdachte Genie, das wir kennen. Mhm. Ja, auch wo er den Killmonger stellen will mit einem Roboter und weiß, wenn er den Roboter besiegt, dann steht er allein mit ihm und einem Speer in diesem Raum. Da hätte ich auch ein bisschen mehr Vorkehrungen, glaube ich, getroffen. Ja. Als nur wo war der Roboter. Happy? Wo war der Happy eigentlich? Ja, das ist auch sehr komisch. Wo war Thomas? Ja, richtig. Was ich auch sehr seltsam war, war die Königinmutter Ramonda, dass sie so Kampf erprobt und so so energisch da in den Kampf geht, das hatte ich auch nicht erwartet, weil man kennt sie aus dem Film eher so immer zurückhaltend und ruhig. Und hier auf einmal kämpft sie, als wäre sie, weiß ich, Black Widow herself. Ich muss gestehen, ich hab an die schon gar nicht mehr gedacht. Also ich meine, ich habe den Black Panther-Film gesehen und ich wusste, ich kann mich an den Vater erinnern und an die Schwester, aber an die Mutter konnte ich mich aus dem Film echt nicht mehr erinnern.
Naja, weil es halt so ruhig ist während dem Film. Das ist, man bekommt die ja kaum mit in dem Film, das ist richtig. Ich war auch verwundert, wie schnell er auch Black Panther entsorgt hat und wie leicht er sich dann in die Familie einschleicht. Also wir sehen hier nochmal, wie Black Panther beerdigt wird. Das ist mal wieder ein schöner Schlag ins Gesicht für einen MCU-Fan, weil wir wissen, was mit Chadwick Boseman passiert ist, weil wie leicht er entsorgt wurde und dass er dann nochmal als Geist auftaucht und ihm dann nochmal quasi eine Predigt da hält. Ja, es war so eine Mischung aus, ich bin nicht ganz bei euch und ich habe Gänsehaut. Ja, das ist halt irgendwie so das Überthema, was mich jetzt an dieser Folge ein Stück weit gestört hat. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, als wollte Killmonger einfach wieder bei seiner Familie aufgenommen werden und hat halt einfach totales Chaos hinterlassen. Und das hätte er auch einfacher haben können. Ja, theoretisch schon. Und was ich jetzt hier für eine Theorie aufstelle, ist, wir haben jetzt ein paar Folgen gehabt, wie Folge 2, wie die 4. Folge oder jetzt eben die Doctor Strange-Folge und diese Folge, die haben alle mit so einem gewissen offenen Ende quasi geendet und man könnte daran anknüpfen. Was wäre, wenn diese losen Fäden dann im Finale zusammenlaufen, dass es dann so eine Art Multiversumschlacht oder so geben wird? Ja, die Theorie ist spannend. Ich würde sagen, da müsste man einfach abwarten, weil wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, aber spannend auf jeden Fall. Da müssen wir uns mal so, das müssen wir uns im Hinterköpfchen behalten, würde ich mal sagen. Wir haben einen Zombie-Thanos, der angreift. Wir haben Loki mit seiner Armee, der eine Erde übernommen hat. Wir haben Star-Lord. Wir haben einen bösen Doctor Strange, genau. Und wir haben Star-Lord, der mit seinem leiblichen Vater jetzt ein Bündnis angeht, das wahrscheinlich auch diese Welt zerstören könnte. Also wirklich so 4, 5 Folgen, wo dann am Schluss quasi die Welt zerstört wird. Und ich denke, dadurch wird so eine Art Multiversumskollaps geben und quasi dieses Multiversumskrisending da quasi erst losgetreten werden. Genau, und wir haben ja jetzt hier auch Killmonger als den neuen Black Panther und halt den Vakantianern hinter. Genau. Ja, richtig. Wir haben eine Welt, auf die die Vakantrianer losgelassen werden, beziehungsweise die Dora Milaje. Ja, das stimmt. Gut. Habt ihr noch einen Punkt, wo ihr euch notiert habt, wo ihr noch jetzt besprechen wollt? Nee, ich glaube, ich habe meinen Zettel abgearbeitet. Mir wäre jetzt nichts mehr. Nee, ich würde sagen, es ist Fazit-Time. Würde ich auch sagen, ja. Es ist Fazitzeit. Wer möchte denn starten, oder soll ich? Der Gast startet. Okay, dann vielen Dank. Ja, also wie gesagt, also ich war jetzt nicht so ganz glücklich mit dieser Folge. Also da fand ich, waren ein paar Folgen davor, fand ich etwas stärker. Nichtsdestotrotz fand ich die Idee sehr gut, wo eben mal zu sehen, was passiert, wenn eben der Held Iron Man schlechthin nicht geboren wird. Ja, ich bin gespannt noch auf die restlichen Folgen, was sie sich noch so alles einfallen lassen. Und wie viel Panda-Clown würdest du geben von 1 bis 5? Ich würde sagen 3,5. 3,5. Okay. Patrick, wie sieht es da bei dir aus? Würde ich jetzt die deutsche Folge an sich bewerten, würde ich denen wahrscheinlich so 2,5 geben oder so, einfach weil die Synchro, die hat nochmal zusätzlich rausgerissen, dass man da halt wirklich nicht die Synchronsprecher bekommen hat, finde ich schade. Für die Folge an sich würde ich halt 3 von 5 geben, aber da wäre halt mehr drin gewesen, auch wenn das wirklich die politischste Folge war und die ruhigen Untertöne mir gefallen haben. Also man hat sich hier vom Humor her auch wieder deutlich zurückgenommen, was ich angenehm fand. Also ich mach's kurz, ich bin da völlig bei euch beiden und habe auch hier 3 notiert und würde auch meine 3 Panda-Klauen hier vergeben. Ja, es sind genau die Punkte, wie ihr schon gesagt habt, deswegen brauche ich das jetzt auch nicht groß breitreten, weil wenn ich jetzt nochmal sage, die Synchro hat mir nicht gepasst und das hat mir nicht gepasst, dann wiederholen wir uns da einfach. Deswegen lassen wir es so stehen. Okay, dann bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Dann kann ich jetzt zur Abmoderation übergehen und würde sagen, also vielen Dank an euch beide, dass ich hier sein durfte. Genau, wir bedanken uns sehr herzlichst bei dir, dass du hier zu Gast warst. Wir freuen natürlich, wenn du mal wieder bei uns reinschaust. Ja, habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Und dann an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.
Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.